Oh yeah, Elektroschrott. Hier haben wir dann also die massiven Geraffelkäufe der letzten Tage. Sowas passiert halt, wenn ich mir überlege, dass ich irgendwas Neues anfangen will. Ne? Also da hinten der große blaue Kanister, um Abfallflüssigkeiten zu sammeln. Dann hier so ein 2-Liter Kanister für übrig gebliebene Ätzflüssigkeit. Diverse PE-Flaschen. PE ist gut, das hält die meisten Substanzen aus. Hier ist schon Natriumcarbonat drin, das ist als Entwickler für diese Lötstoffolie. Ätzmittel, Natriumpersulfat, ein paar Löffel zum Dosieren, Arbeitsschalen, Leitsilber, sehr cool, wenn mal irgendwie was schief geht und man eine Leiterbahn nachflicken muss, Plastikpinzette, ja, über die habe ich schon mal bei Google Plus berichtet, das ist einfach nur eine billige Küchenwaage, an die ich ein USB-Netzteil angemoddet habe, weil ich keine Batterien dafür hatte, kleinen Messbecher, großen Messbecher. Ein Pinsel mit Kunststoffborsten und Kunststoffdingens, der ist nützlich, um beim Entwickeln von dem Lötstofflaminat die Reste wegzumachen. Dann passt eigentlich gar nicht so gut dazu ein Satz Durchtreiber und ein Körner. Und wofür brauche ich das? Ja, ganz einfach. Damit kann man prima diese Durchkontaktierungsnieten hier in die Platinen reinhauen. Da schaut euch am besten mal das entsprechende Video von Nicktronic an, der mich mehr oder weniger zu diesem Amokkauf angestachelt hat. Der zeigt da, wie das geht. Dann habe ich hier so ein paar Atemschutzdinger mitgenommen, die brauche ich gar nicht zum Ätzen, aber beim Bohren der Platinen kommt ganz ekeliger Glasfaserstaub, da sollte man ein bisschen Atemschutz haben. Dann habe ich hier Lötlack, um nicht mit Lötstoff versehene Platinen ein bisschen länger aufheben zu können. Ich habe Tonerverdichterspray. Das hier ist das Ätzgerät von Reichelt. Ja, Ätzgerät 1 von Reichelt. Hat mir so irgendwie ganz gut gefallen und steht im FabLab München rum, taugt da wohl auch was. Also habe ich mir gedacht, das wird für mich auch gut genug sein. Dann habe ich hier den berüchtigten Laminator Olympia 2020. Den habe ich mir auch von Nicktronic empfehlen lassen. Und hier, weil ich keinen Bock auf irgendwelches Gefrickel mit Hirnsonne oder irgendwelchen Nagellackteilen Bock hatte, ne? Komm schon. Haben wir einen UV-Belichter, das ist auch der UV-Belichter von Reichelt, der kleine. Sollte aber für die Platinengrößen, die ich auf die Reihe kriegen kann, reichen. Dann Folien, mit denen man prima auf dem Laserdrucker Folien drucken kann. Und zu guter Letzt, ich glaube, sonst hatte ich hier alles, tja, Platinenmaterial, alles von Bungard. Weil ich immer wieder im Mikrocontroller-Netzforum gelesen habe, das sind die einzigen, die was taugen, also habe ich die gekauft. Was haben wir noch hier? Hier ist noch so ein bisschen Natriumhydroxid, Entwickler für die Platinen. Und hier hinten Natriumcarbonat, ne? Hatte ich ja schon erwähnt. Jo, ist natürlich klar, ne? Der Platz, wo das jetzt steht, ist nicht so unglaublich super duper top duper. Und da braucht man einen Arbeitsplatz. Tja, wie könnte so ein Arbeitsplatz aussehen? Schauen wir mal, was ich da gemacht habe. Wir befinden uns im Keller des Elektroschrottlands. Ich mach mal hier das Licht aus. Ah, Drama! Und dann hier das Licht an. Haha! Ja, ich habe IKEA-Teile gekauft. Und mit den IKEA-Teilen habe ich mir sowas wie ein kleines Labor gebaut hier. Also da ist jetzt schon der ganze, immer schon im Keller befindliche Putzgeraffelkram drin. Aber die linken beiden Abteile hier, die sind wirklich für mich. Sehr praktisch. Hier unten habe ich mir so eine Mörtelwanne im Baumarkt gekauft. Da kommen die ganzen Kanister und Flaschen mit dem gefährlichen Zeug rein, also verbrauchte Ätzlösung und lauter so ein Zeug, weil wenn da mal eine Flasche irgendwie ein bisschen undicht ist, die Wanne hält einiges aus. Tja, dann habe ich hier am Regal mir eine Mehrversteckdose dran getackert, damit ich auch so ein bisschen Strom hier hinten habe. Und hier unten drunter kommen LED-Strips, wenn ich soweit bin. Weil das hier wird meine Arbeitsfläche. Darunter habe ich so ein bisschen Stauraum, kann man Krempel hinlegen. Und hier werden Dinge passieren. Und wie das aussieht, wenn hier auch so ein bisschen die Teile aufgebaut sind, das sehen wir uns gleich mal an. Na, jetzt ist alles eingeräumt. Und ich denke, man kann schon sehen, dass der Arbeitsplatz ziemlich dufte ist. Also hier drüben, ne, kann ich dann belichten und meine Sachen laminieren. Hier habe ich einfach ein bisschen freie Arbeitsfläche und Ätzstation, Waage, also hier wird auch so Chemiekram angemischt, das kriegt hier dann wie gesagt auch noch oben die Strips, dann kriegt das hier auch die beste Beleuchtung. Kleinkram immer griffbereit,
Chemikalienlager für Sachen, die jetzt nicht so kritisch sind. Ja. Und dann eben, wie gesagt, hier unten die Schublade für die gefährlichen Sachen dann. Was ganz wichtig ist, was man hier noch nicht sieht, hier soll ja Natrium-Persulfat-Lösung rein. Die darf man auf keinen Fall so lagern, wie man es jetzt hier sieht. Also der Kanister dafür darf nicht luftdicht sein. Und was ich da noch machen werde, das nur als Tipp, falls das jemand sieht und irgendwie Sachen nachmacht. Hier oben in den Deckel kommt ein kleines Loch rein und da klebe ich einen Streifen Heftpflaster drüber. Weil Heftpflaster ist nämlich einigermaßen ja, gasdurchlässig. Da kann dann das austretende Sauerstoffüberdruckvolumen abgeleitet werden. Aber falls mal was umfällt oder so, läuft es nicht gleich raus. Das ist ein ganz guter Trick, den ich wo gelesen habe. Ja, das dazu. Morgen werde ich wahrscheinlich mal anfangen und meine erste Belichtungstestreihe machen. Und wenn die einigermaßen erfolgreich abläuft, dann gibt es hinterher von diesem Arbeitsplatz hier die erste Platine und das wird ein Fairlight. Und bis dahin sage ich mal Tschüssing.